breath. Everything is alright. Chin up, I can't step into the spotlight. She said, I'm sad, somehow without any words. I just stood there, searching for an answer. When this world is no more, the moon is all we'll see. I'll ask you to fly away with me until the stars all fall down, they empty from the sky. But I don't mind if you're with me, then everything's all right. Why do my words always lose their meaning? What I feel, what I say, there's such a rift between them. He said, I can't really seem to read you. I just stood there, never know what I should do. When this world is no more, the moon is all die NASA. John hat es also tatsächlich geschafft. Er hat es also wirklich geschafft, was? Du klingst überrascht. Was ist aus, wir machen jeden Kunden glücklich, denn wir sind einfach der Wahnsinn geworden? Das hier ist kein Erfolg. Ach komm, freu dich doch, wir sind hier bei der NASA. Wir haben nicht mehr viel Zeit, lass uns wenigstens ein bisschen herumschauen. Ja, John hat es also tatsächlich zur NASA geschafft, zumindest in seinen Erinnerungen. Bitte warten Sie hier. Es wird gleich jemand kommen, der sie herumführt. Und er ist offenbar neu hier. Gerade erst angekommen. Was haben wir hier? To the Moon. Die Geschichte eines Versagers, der Astronaut werden wollte. Ein Roman von Joey Wiles. Ach nee, von Joey. Ich kann nicht glauben, dass sich dieser Quatsch verkauft hat. Wir sind ja nicht in der wirklichen Welt, Neil. Ja, sind wir nicht. Aber von Joey Wiles. Wie armselig, dieses ganze Theater nur wegen eines Mädchens. Ich wusste, dass du das jetzt sagen würdest, Neil. Ja, kennen wir schon? Na endlich, schön, dass du wieder hier bist. Ja, ja. So, da geht's rein. Ja, gucken wir erstmal da unten weiter. Ich glaube, da oben geht's nämlich...
dann auch richtig weiter. Alles, ja, Schattenwesen, auch irgendwie klar, denn John war ja nie wirklich da, er kann sich auch gar nicht dran erinnern. Wurde ja alles von der Maschine generiert. Ah, da, was haben wir da? Ein Aufzug? Hallo? Ah. Ja, dann gehen wir mal nach oben oder nach unten, je nachdem. Liegt jetzt an mir oder ist dieser Aufzug innen kleiner als draußen? Ja, passen gerade mal 4 Leute rein. Wir fahren in den ersten Stock. Johnny ist ausgestiegen. Hallo, können wir raus? Ja. So, schauen wir mal hier. Hä? Achso, da waren wir gerade. Das war der erste Stock, okay. Ja, dann wieder zurück zum Aufzug. Dann gehen wir halt in den zweiten Stock. Sag mal, was meinst du? War die Mondlandung im letzten Jahrhundert wirklich? Fang nicht damit an, Neil. Fang gar nicht erst an. Ja, gehen wir in den zweiten Stock. Dann sehen wir hoffentlich was Neues. Jawohl. Was haben wir hier? Irgendwelche Versuchsräume. Die Kommandozentrale. Das ist das Missionskontrollzentrum. Ja. Im Moment passiert ja nicht viel, aber eines Tages werden Sie hier es in Aktion erleben. Ich habe beinahe erwartet, dass Zordon auf dem Bildschirm auftaucht. hier nicht. Was? Lass uns gehen. Okay, da haben wir eine Erinnerung bekommen. Mehr gibt es hier aber anscheinend nicht. Dann gehen wir wieder zurück zum Aufzug. Johnny kommt mit. Ich hoffe, bei der echten NASA haben sie größere Aufzüge. Ah ja, hier haben wir jetzt so eine Versuchskapsel. Da oben ist Johnny. Ihre Werte sind hervorragend, aber trotzdem müssen wir ihren Zustand in den kommenden Sitzungen genau überwachen. Ja, der medizinische Test. Jeder Astronaut muss natürlich körperlich fit sein. Und das ist die Zentrifuge. Wenn Sie Glück haben, werden Sie eines Tages lernen, sie zu hassen. Ah, genau, das Schleuderdings. Hier auch nicht. Wovon redest du? Komm, wir haben nicht mehr lang. Okay, hier gibt es offenbar dann auch nicht mehr mehr, da oben vielleicht. Nee, dann gehen wir wieder zurück zum Aufzug. Ich glaube, der vierte Stock gibt es noch, wenn ich mich richtig erinnere. Hallo? Hm? Jetzt. Genau, der vierte Stock. Am Shuttle wird derzeit mit Hochdruck gearbeitet. Wir können es uns im Moment nur von hier aus ansehen. Hm, das ist nicht gut. Vielleicht haben wir doch etwas übersehen. Du musst wirklich mal deine Kommunikationsfähigkeit arbeiten. Wow. Das kannst du laut sagen. Weißt du, was am eindrucksvollsten ist? Was denn? Das Stück ganz oben und das untere Ende vom Shuttle. Da muss ich dir zustimmen. Oh, wie ich die armen Seele bemitleide, die diese Details nicht sehen können. In der Tat, besonders die Nase da oben. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, wird es wohl nicht mehr so wie jetzt aussehen. Ja, jetzt ist es die einzige Gelegenheit. Am Shuttle wird derzeit mit Hochdruck gearbeitet. Ja, das kennen wir schon. Ja, wo können wir da noch hin? Wir haben doch jetzt, glaube ich, alles gesehen. Ich glaube, einen fünften Stock gab es nicht mehr, oder? Nee, dann gehen wir nochmal in den ersten zurück. Vielleicht gibt es da noch was. Ach, da oben ist noch eine Tür. Genau, da können wir noch durch. Wunderbar. Ich frage mich, ob die echte NASA wirklich so aussieht. Wahrscheinlich nicht. Dies ist ein Konstrukt aus Johnnys Fantasie. Ah, ja. Wiki-Fakten verkleistert mit seinen Hirngespinsten.
Trotzdem merkwürdig, Vögel zu hören, aber keine zu sehen. Sorry, Neil. Ich dachte wirklich, wir hätten eine gute Chance. Was denn? Und hier ist der Pausenraum. Das ist David. Er ist unser Missionsspezialist. Freut mich, Sie kennenzulernen. Zumindest hat er es in die Nase geschafft, so wie es aussieht. Meinst du, er hat's bis zum Ende durchgehalten? Selbst wenn, es braucht mehr als das, um Astronaut zu werden. Dann lass uns schnell den letzten Memory Link finden. Ich würde ungern das Finale verpassen. Was ist los? Ist es schon zu spät? Ich weiß es nicht. Ach nee. Ah, und hier ist unser Neuzugang. River, richtig? Schön, Sie dabei zu haben. Boah, okay. Hallo, ich bin John. Puh. Ich dachte schon, sie wäre... Was zum... Eva! Du hast sie doch gelöscht! Nein, wie ich schon sagte, ich habe sie nur verschoben. Was sie mit ihrem Leben anfängt, ist ihre Sache. Aber diese Welt besteht aus öffentlichen Daten und Johnnys Fantasie. Und weil River persönlich Daten nicht Teil der Öffentlichkeit sind, kommt das hier alles von Johnny. Trotzdem gab es nur eine gewisse Chance. Wie konntest du sicher sein, dass es funktionieren würde? Ich war nicht sicher. Das hätte auch ganz schön schief gehen können, ist dir das klar? Du warst noch nie sehr risikofreudig, Neil. Einigen wir uns einfach darauf, dass diese Runde an mich geht. Wir haben noch zwei weitere Helme, oder? Ich glaube, Johnny würde sich über ein bisschen Gesellschaft freuen. Und diese Musik wieder. Wie es scheint, hat er es selbst geschrieben. Ganz schön eintönig, wenn du mich fragst. Wie heißt es? To the Moon. Ja, nur ein Arbeitstitel. Das ist ein schöner Titel. Jetzt geht's an die Übungen und River ist auch dabei. Ach, und die beiden dürfen jetzt auch mit in Johnnys Erinnerung eintauchen. Ah, da seid ihr ja. Ihr zwei solltet euch ausruhen. Morgen ist der große Tag. Der große Tag. Also sie werden wohl wirklich gemeinsam Richtung Mond aufbrechen. Hmm.
Ich will auch Astronaut werden, Dad. Eines Tages, mein Sohn, wirst du das vielleicht. Pah. Isabel, hättest du gedacht, dass sie es schaffen würden? Ha, du etwa? Nein. So wie es ist, hätte ich nichts für möglich gehalten, dass sie es schafft. Aber da lag ich wohl falsch. Umso besser, oder? Ja, ich freue mich für sie. Wen haben wir hier? Joey, natürlich. Weißt du, das ist mein Bruder da in diesem Shuttle. Wow! Yep, ich habe darüber mal ein Buch geschrieben. Allerdings mit einem weniger optimistischen Ende. Da muss ich jetzt wohl noch mal ran. Wissen Sie, letzte Nacht habe ich mehrmals gedacht, dass wir Joey bereits verloren hätten. Ich denke, dass er am Leben festhält, um auf Sie beide zu warten. Dann hat er ganz schön viel Geduld. Ich hoffe nur, dass sich das Warten lohnt. Machen Sie schon weiter, Ihre Kollegin wartet. Ja, ich rede vorher noch mit Lilly. Hey, Dr. Watts, nicht wahr? Danke, dass Sie uns hier reingelassen haben. Ja, schon gut. Eva hat das geregelt. Haben Sie herausgefunden, weshalb er zum Mond wollte? Natürlich. Und, was haben Sie alles gesehen? Sagen wir so, das Ganze war ein Haufen schmalziger Käse, der sich dann von selbst gelöst hat. Ich dachte, von hier wäre die Aussicht ganz gut. Zumindest gut genug, um den Verkehr zu sperren, hm? Sicher, sogar dann, wenn die beiden real wären. Tja, das ist jetzt wohl der Augenblick, für den wir so lange gearbeitet haben. Bereit für den Start? Start freigeben noch nicht, wir geben den Start einfach mal frei. Komm hoch zu mir. Warum? Warum nicht? Du wirst mich doch nicht wieder über den Rand schubsen, oder? Durchaus möglich. Aber die Aussicht ist das Risiko wert. Na komm. Das Kontrollzentrum füllt sich, der Start rückt näher. Und damit auch Johnny. Ja, ich weiß nicht, ob man das Ziel von ihm nennen kann. Seinen Wunsch. Und da sind sie beide im Space Shuttle. Okay, wohl in allerletzter Sekunde. Weil ich eines Tages mit einem von ihnen Freundschaft schließen werde. Leuchttürme und Sterne, hat River damals gesagt. Und die Bildschirme werden grün. Es geht los.
Okay, jetzt erleben wir nochmals die Erinnerungen, die John aktuell an sein Leben hat. Sein Bruder lebt. Soweit ich das hier gerade richtig gesehen habe. Mit River ist er auch zusammengekommen und gemeinsam sind sie nun auf dem Weg zum Mond. Oh nein. Komm schon, bitte. Ich habe das Gefühl, ich muss jetzt irgendwas Schlaues sagen. Ich glaube, das hat Neil irgendwann mal im Laufe der Geschichte gesagt. Ja, das war wohl To the Moon. Und ich muss sagen, es hat mich sehr viel mehr mitgenommen, als ich gedacht habe. Eine wirklich sehr, sehr emotionale Geschichte. Insbesondere gegen Ende auch, ja, tragisch, möchte ich sagen. Gleichzeitig aber irgendwie lustig. Vor allem die Dialoge zwischen, zwischen den zwei Doktoren und die Liebe zwischen River. Das war irgendwie so ein emotionaler Mix aus allem. Wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also ich bin ein großer Fan. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das so mitnimmt. Boah, ich muss, glaube ich, jetzt erstmal ein bisschen kurz überlegen, was ich da eigentlich erlebt habe. Das war wirklich, ja, eine emotionale Reise durch die Vergangenheit, durch die, ja, die Geschichte von John letztlich. Hier sehen wir auch nochmal die einzelnen Stationen seines Lebens oder seiner Erinnerung zumindest. Denn das ist es ja eigentlich ist es ja wirklich nur eine Erinnerung und keine Realität. Ich glaube, das muss man an der Stelle auch nochmal deutlich sagen. Wir haben ja nicht die Realität geändert, sondern nur die Erinnerung an das eigene Leben letztlich. Ja, es ist eigentlich nur die Erinnerung von John, der eben eine andere Erinnerung an sein Leben hat, bevor er stirbt. Ob die jetzt besser ist oder schlechter ist, das, ja, sei mal dahingestellt, das kann ich im Moment gar nicht so richtig beurteilen. Zwei Grabsteine am Leuchtturm. Hier ist er! Danke, jetzt geht's spielen, okay? Ich kann noch immer nicht so recht glauben, dass Johnny das Haus einfach so an Lily vererbt hat. Tja, wem hätte er es sonst geben sollen? Uns? Wobei es wirklich ein ziemlich mieser Ort für ein Begräbnis ist. Wenn es mal einen Erdrutsch gibt, können sie unten mit den Fischen schwimmen. Noch ein bisschen zu früh für Scherze. Nö, dafür ist es niemals zu früh. Telefon. Netter Klingelton. Hallo, Eva hier. Ja. Wir sind auf dem Weg. Neuer Patient. Dann los. Ja, die Arbeit wartet nicht. Okay. Episode 1, To the Moon, abgehakt. Ja, das war wohl so ein kleiner, dezenter Hinweis,
auf eine Fortsetzung von To The Moon und ja, an dieser Stelle kauft euch einfach bitte dieses Spiel, denn ich möchte diese Fortsetzung unbedingt erleben. Ich bin, wie gesagt, ein sehr großer Fan von diesem Spiel, von dieser Art von Spielen, die Freebird Games hier produziert. Soweit ich richtig informiert bin, soll im Jahr 2017 die Fortsetzung erscheinen. Es gab ja so eine Zwischenfortsetzung oder irgendwie so in der Richtung. Ich weiß gar nicht, wie man das beziffern kann. Free Bird Story hieß das, glaube ich, richtig, eine Bird Story. Werde ich natürlich bei Gelegenheit auch noch spielen, denn ich will einfach mehr von dieser Art von Spielen. Wenn euch das gefallen hat, bitte, bitte, bitte kauft das Spiel. Also, ich glaube, wir brauchen mehr von diesen Spielen, die auch ja, so eine Handlung letztlich erzählen, die auch zum Diskutieren anregt. Denn genau das schafft, glaube ich, dieses Spiel recht gut. Denn ich bin mir ein bisschen unsicher, ob Eva hier jetzt letztlich die richtige Entscheidung getroffen hat. Und ob wir jetzt wirklich den richtigen Wunsch von John auch erfüllt haben oder doch nicht. Denn eigentlich wollte er ja nur zum Mond, um dort River wieder zu treffen. Wir erinnern uns an seine Verabredung in der Kindheit. Es hat er jetzt in seiner Erinnerung geschafft. Das ist vieles auch schöner, als vielleicht in der Realität es war. Sein Bruder lebt zum Beispiel noch. Aber letztlich ist es ein Konstrukt aus Lügen, möchte ich fast sagen. Und der gute John ist eigentlich in Lügen gestorben, die zwar positiver sind als, ja, ich weiß gar nicht, ob man positiver sagen kann. Ich meine, er hatte ja sicherlich auch schöne Zeiten mit River, die man hier vielleicht auch gar nicht so gesehen hat. Wir haben ja hier einen Schnelldurchlauf von seinem Leben erlebt. Ich bin mir ein bisschen unsicher. Ich kann es, glaube ich, gar nicht final sagen, ob ich das jetzt richtig finde oder nicht. Und deswegen, ich würde mich interessieren, wie ihr das findet. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare. Würde mich freuen. Denn ich bin sehr gespannt drauf, weil ich glaube, da kann man wirklich diskutieren. Da kann man auch verschiedener Meinung sein. Ich bin noch ein bisschen unschlüssig, ein bisschen hin und her gerissen. Und ich glaube, ich brauche auch ein bisschen Zeit einfach noch, um das ein bisschen zu verarbeiten, was ich hier gerade erlebt habe. Das war so eine komplexe Story. Und gegen Ende, als dann der Bruder starb, so an dem Zeitpunkt, wurde es dann wirklich auch für mich sehr emotional. Und ja, ich habe auch ein bisschen mit den Tränen zu kämpfen und ein bisschen Kloß im Hals, muss ich ganz ehrlich zugeben. Hat mich schon sehr getroffen. Hat mich auch überrascht. Also ich bin, ja, ich bin schon ein bisschen platt, ja, muss ich zugeben. Also ich fand es wirklich toll und auch diese Idee von die, die hinter dieser Geschichte steckt, Hut ab, gefällt mir wirklich sehr gut. Ja. Was bleibt mir jetzt noch abschließend zu sagen? Ja, vielleicht der Hinweis, das Ganze hier war mein allererstes Let's Play und ich würde mich freuen, wenn ihr ein paar Kritiken dalassen würdet, damit ich mich in Zukunft auch verbessern kann und vielleicht auch auf Wünsche eingehen kann. Und ja, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich bis zum nächsten Video. Ciao.